Bei der Privatvorsorge fließt nur ein Teil der eingezahlten Gelder in die Anlage. Aktionäre, Vertrieb und Werbung wollen auch bezahlt sein. Und es muss nicht nur ein Rentnerberg, sondern auch eine Vertreterschwemme finanziert werden. Carsten Maschmeyer, der mächtige Gründer des AWD-Konzerns, zieht die Strippen. Er hat Gerhard Schröder unterstützt, der als Kanzler mit Riester der Privatvorsorge neue Märkte eröffnete. Beraten wurde Schröder damals von Rentenpapst Bert Rürup. Heute hat der eine Firma mit Maschmeyer. Walter Riester hält hochdotierte Vorträge für Finanzdienstleister und sitzt im Aufsichtsrat der Union Invest. Innerhalb von 3 Jahren kassierte er Honorare von mindestens 400.000 Euro für Vorträge bei Anbietern von Riester-Produkten. Tatsächlich haben die Protagonisten der Riester-Reform oft eine ähnliche Richtung eingeschlagen. Es scheint, als wären nicht die Bürger, sondern die Politiker Nutznießer ihrer Reformen. Riester dagegen sieht seine Auftritte als notwendige Aufklärungsarbeit, Honorare nur Nebensache. Mai 2001. Eine Jahrhundertreform wird verkündet, die sogenannte Riester-Rente. Privates Sparen mit Unterstützung vom Staat. Der Aufbau einer zweiten Rente. Eine zweite Säule. Ein wirklich großes Reformwerk, dass die Rente für die jungen Leute bezahlbar bleibt. Dass mein Lebensstandard auch im Alter gesichert ist. Gewinner sind die Rentnerinnen und Rentner. Jede Rentnerin und jeder Rentner wird nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft mehr Rente erhalten als nach dem alten Recht. Dezember 2011. Die Jahrhundertreform wird zerpflückt. Im Berliner Gewerkschaftshaus steht Walter Riester im Kreuzfeuer der Kritik. Die Angst vor neuer Altersarmut macht sich Luft. Und die Riester-Rente ist für viele nicht die Lösung für das Problem, sondern eine Ursache. Altersarmut ist Produkt einer Politik, an der Riester auch selber beteiligt war. Und das, dafür hat er irgendwie kein Sensorium. Also mich hat er nicht überzeugt. Mich hat er ganz sicher nicht überzeugt. Mein und ich, wir haben uns das ja auch damals überlegt und haben wirklich das gut durchgerechnet und haben gesehen, dass es für uns sich überhaupt gar nicht lohnt. Ich meine, ich höre mir sowas gerne an. Nur es ist eine Sicht in unserer Gesellschaft, eine wichtige, der man zuhören muss und mit der man sich auseinandersetzen muss. Und ich mache das. Haben Sie den Eindruck, Ihre Reform ist angekommen bei den Menschen? Ja, das habe ich. Das habe ich sehr. Weil es auf freiwilliger Basis Millionen Menschen mitmachen. 15 Millionen Verträge bis heute. Trotzdem steht Riester in der Kritik. Immerhin, er stellt sich. Gerhard Schröder und andere Helden der Reform kommen dagegen nicht vor die Kamera. Gerade mal 10 Jahre sind vergangen, seit die Jahrhundertreform verabschiedet wurde, mit vollmundigen Versprechungen. Heute hagelt es harsche Kritik. Das Riester-Dilemma. Zeit für eine erste Bilanz. Wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer? Monika Spörl auf dem Weg zur nächsten Rentnerin. Die 50-Jährige arbeitet als Helferin in der Altenpflege in München. Sie hat immer Vollzeit gearbeitet und 4 Kinder großgezogen. Jetzt macht sie sich Sorgen um ihren Ruhestand, trotz Riester. Okay. Wie sehen Sie Ihrer eigenen Rentenzukunft entgegen? Oh, mit Entsetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe meine Rentenberechnung vorliegen und das deckt mal gerade so meine Miete ab. Mehr ist es nicht. Das ist, also ich habe da nicht so viele Illusionen für später. Sie fürchtet, dass es ihr einmal genauso ergehen wird wie ihrer Kollegin. Frau Rehm, Sie sind schon im Ruhestand. Wie ist Ihr Ruhestand? Ja, seit 4 Jahren bin ich im Ruhestand und ich arbeite seitdem auch zusätzlich, weil ich einfach mit meiner Rente nicht zurechtkomme. Auch im Ruhestand arbeiten, bis zum Umfallen. Und dabei zeigen sich die ersten Verschleißerscheinungen schon jetzt. Brauchen Sie einen Schal, ne? Ja. Ich habe einiges schon mit dem Rücken zu tun und die Knie. Ich glaube nicht, dass ich sehr, sehr, sehr lange das noch machen kann. Ne? Also das ist, aber
Im Prinzip wird man nichts anderes übrig bleiben, ne? Kaum eine Altenpflegerin hält die Belastung bis 65 durch und schon gar nicht bis 67. Die meisten gehen vorher auf Teilzeit oder müssen ganz aufhören. Und das heißt, noch weniger Rente. Jahrzehnte war Altersarmut in Deutschland kein Thema. Das wird sich dramatisch ändern, warnen Experten. Schuld seien die Reformen der vergangenen Jahre, sagt Winfried Schmähl. Er war über viele Jahre der Rentenberater der Regierung. Als Riester kam, wurde er abgesägt, weil er die Reform kritisierte. Ja, es ist ja eigentlich schon etwas eigenartig. Die gesetzliche Rentenversicherung war ja ein wichtiges Instrument, um Altersarmut doch zu einem glücklicherweise Randdasein zu verhelfen. Und nachdem wir das nun schön geschafft hatten, kommen jetzt Reformer, Modernisierer, nicht, der Alterssicherung in Richtung auf Privatisierung und so weiter und reißen eine Lücke auf und jetzt auf einmal reden wir wieder über die Gefahr steigender Altersarmut. Das heißt also, die von Riester damals eingeleitete Reform und die Schritte, die dann folgten, verschärfen dieses Problem ganz eindeutig. Die Reformen der letzten 10 Jahre, angefangen mit der Riester-Rente, werden das Rentenniveau stark absenken. Wer 45 Jahre als Durchschnittsverdiener gearbeitet hat, wird in Zukunft nur noch rund 44% des jeweiligen Durchschnittslohnes als Rente erhalten. Die Kürzung soll durch die private Vorsorge ausgeglichen werden. Die Senkung des Rentenniveaus heißt für den Einzelnen gut 15% weniger Geld in der Tasche. Und weil die Renten künftig versteuert werden müssen und sich der Renteneintritt auf 67 Jahre erhöht, steigt das Minus sogar auf gut 25%. Und wer vorher ausscheidet, muss damit sogar künftig mit einem Drittel weniger auskommen als früher. Ein Großteil der Versicherten landet dann mit seiner Rente unterhalb der Sozialhilfe. Die Politik der letzten Jahre bekommen schon jetzt immer mehr Neurentner zu spüren. Günter Spieß aus Homburg hat in 25 Jahren schon Tausende von ihnen ehrenamtlich beraten. Die meisten sind geschockt, wenn er vorrechnet, was ihnen im Alter tatsächlich zusteht. Auch Roswitha Ruffing. Ich habe mir jetzt wirklich vorgestellt, nach 40 Jahren Arbeit, dass ich doch etwas mehr an Rente mir zustehen würde. Ich gehe nach Hause, bin sehr bedrückt. Das muss ich sagen und brauche manchmal auch Zeit, das wieder mich zu erholen davon. Bei den Menschen. Es ist also mittlerweile eine Katastrophe, kann man fast sagen. Ja, die Menschen dermaßen resigniert. Moment mal, wurde uns da vor 10 Jahren nicht etwas ganz anderes versprochen? Mehr an Leistungen. Eine Verbesserung der Renten. Gewinner sind die Rentnerinnen und Rentner. Dass mein Lebensstandard auch im Alter gesichert ist. Riesters Idee, die gesetzliche Rente schrumpft. Zum Ausgleich gibt es die staatlich geförderte Privatvorsorge. Mit 4% vom Lohn ist man dabei. Diese zweite Säule soll das Rentengebäude stabilisieren. Wir hatten in dem Sozialversicherungssystem zunehmend Anspannungen. Und vielleicht, wenn Sie sich zurückerinnern, der Rentenversicherungsbeitrag ging sprunghaft hoch in den Jahren, vor ich in die Regierung reinkam. Das ist nicht der Regierung vorzuwerfen, sondern den zusätzlichen Lasten, die die Rentenversicherung hatte. Und die Diskussion damals war, auf keinen Fall eine Erhöhung des Rentenversicherungsbeitrags. Dafür hätte es keine parlamentarische Mehrheit, auch nicht ansatzweise gegeben. Also aus Verbraucherschutzsicht muss man sagen, das war schon fast eine kleine Kampagne für die kapitalgedeckte Altersvorsorge und gegen die umlagefinanzierte Rente, die dort gefahren wurde. Und die Diskussion, ob die umlagefinanzierte Rente nicht vielleicht in sich reformiert werden kann, die war recht schwach. Die Diskussion, wie man mit einem kapitalgedeckten System eine neue Lösung etablieren kann, diese Diskussion wurde sehr, sehr laut geführt. Bei der gesetzlichen Rente zahlen die Arbeitnehmer nach dem Umlageverfahren aus ihren Löhnen Beiträge an die Rentenversicherung. Die verteilt das Geld direkt weiter an die Alten. Das Horrorszenario: In Zukunft müssen mehr Alte von immer weniger Jungen versorgt werden. Der sogenannte demografische Wandel macht die Rente unbezahlbar. Den demografischen Wandel hat man als riesige Gefahr dargestellt und dann auch instrumentalisiert, sag ich jedenfalls. Es gibt massive Interessen, die unsere Ersparnisse in ihre Hände locken wollen. Der ganze Bankensektor, der ganze Versicherungssektor freut sich natürlich über die Botschaft, dass das Umlageverfahren gefährdet ist, um unsere Gelder, unsere Ersparnisse anzulocken, mit denen die dann wirtschaften. Ja, die Versicherungswirtschaft und die Banken, die das Geschäft betreiben, konnten sich ausrechnen, zum Beispiel, dass wenn sie 10% der Beiträge aus den gesetzlichen
Altersvorsorgesystem, also aus dem Umlageverfahren der gesetzlichen Rente, rüberziehen können, umlenken können auf ihre Mühlen, dass ihnen damals 2002 ungefähr 16 Milliarden Euro zusätzlich zugeflossen wären. Das ist ein Riesenbatzen von Geld, da entstehen unglaublich viele Provisionen und sonstige Gebühren. Das war attraktiv und deshalb konnte eben dieser Finanzdienstleister Maschmeyer auch sagen, er sitzt auf einer Ölquelle. Man muss da auch mal im Hinterkopf behalten, das klassische Standardprodukt, das Flaggschiff der Versicherungsbranche, die Kapitallebensversicherung, war mehr oder weniger tot. Die Verbraucherschutzverbände haben auch schon deutlich gemacht, dass dieses Produkt einfach keinen Sinn macht für Altersvorsorge. Und die Versicherungswirtschaft war natürlich auch auf der Suche nach einem Ersatzprodukt, nach etwas, das die Lücke füllen kann. Ich meine also, dass viele interessenbezogene Argumente damals eine Rolle gespielt haben, das so zu dramatisieren. Bei den demografischen Horrorvisionen wurde ein entscheidender Faktor unterschlagen, der wachsende Wohlstand. Stattdessen konzentrierte sich die Meinungsmache allein auf das Verhältnis von Alt und Jung. Und zwar ungefähr so. 1950 kam auf 7 Arbeiter ein Rentner. Die Arbeitnehmer konnten den größten Teil des erwirtschafteten Wohlstandes für sich behalten. Im Jahr 2010 wurde ein Rentner von nur 3 Arbeitnehmern finanziert. Jetzt müssen sie schon ein deutlich größeres Stück an die Alten abtreten. Aber was übersehen wird, ist, dass das Bruttoarbeitseinkommen nicht konstant bleibt, sondern typischerweise steigt. Das ist der sogenannte Zuwachs der Arbeitsproduktivität. Und selbst wenn man da sehr bescheidene Annahmen unterstellt, sagen wir mal nur ein schmales Prozentpünktchen, wird das bis ins Jahr 2050 realistisch betrachtet diesen demografischen Wandel kompensieren, wenn nicht sogar überkompensieren. Schon heute ist der Wohlstand rund 50 Mal größer als in der Nachkriegszeit. Er wird auch in der Zukunft weiter anwachsen und die Belastungen durch mehr Rentner mehr als ausgleichen. Die Frage ist nur, wie man den wachsenden Wohlstand verteilt. Auf jeden Fall aber gibt es einen immer größeren Kuchen für immer weniger Bevölkerung. Und das entschärft schon mal erneut dieses Totschlagargument, dass der demografische Wandel solche verheerenden Folgen hätte. Davon las man nichts. In allen Blättern nur düstere Zukunftsvisionen. Mehr Alte, weniger Rente. Es wurde ja richtig hier eine Angststimmung eigentlich erzeugt. Und man muss natürlich sagen, in der Angst kann man natürlich bestimmte Maßnahmen auch relativ gut verkaufen oder durchsetzen. Neben der Peitsche für die Bevölkerung gab es auch Zuckerbrote für die Politik. Diana Wehlau ist in einer prämierten Doktorarbeit den Lobbykanälen und dem Spendenfluss bei der Riester-Reform nachgegangen. Ganz konkret in dem Jahr der Verabschiedung der Rentenreform 2001 betrug das Spendenniveau allein der Finanzbranche an Bundestagsparteien erstmalig über 1 Million Euro. Das ist, wenn man das mit dem Rentenreformprozess 97 vergleicht, mehr als 3-mal so viel. Und insgesamt im Verlauf des gesamten Gesetzgebungsprozesses zur Riester-Rente von 98 bis 2001 sind mehr als 4,5 Millionen Euro von der Finanzbranche an die Bundestagsparteien gespendet worden. Ich habe mit der Finanzmarktlobby nichts zu tun gehabt. Und Sie müssen Folgendes sehen. Das Gesetz ist nicht im Arbeitsministerium formuliert worden. Das Gesetz ist im Finanzministerium formuliert worden. Und natürlich hat das Finanzministerium auch enge Beziehungen zu Teilen der Finanzwirtschaft. Ja, weil sie ja laufend in die Gesetze auch reingehen. Und dass dort Beratungen erfolgt sind, das ist völlig richtig. Und da habe ich auch gar nichts dagegen gehabt. Die Riester-Reform ging erfolgreich über die Bühne. Statt in die gesetzliche Rente wird nun ein Teil des Geldes der Arbeitnehmer in die Privatvorsorge umgeleitet. Die Bürger sollen selbst für ihr Alter sparen. Damit möglichst viele mitmachen, gibt es satte Zuschüsse vom Staat. Aber wer ist der Staat? Ach egal. Die Versicherer legen das Geld auf den Kapitalmärkten an. Dort vermehrt es sich so gewinnbringend, dass die Rentner von heute und morgen beruhigt schlafen können. So die Theorie damals. Und deswegen ist diese Reform die größte Sozialreform, die in der Nachkriegszeit gemacht worden ist. Entsprechend vollmundig sind anfangs die Versprechen für die neuen Riester-Produkte.
Ganz vorne sogenannte Fonds-Sparpläne. Sie spekulieren mit den Geldern der Sparer an der Börse. Wäre doch gelacht, wenn das nicht reichen sollte, um die Rentenlücke auszugleichen. 9 und gar 10% Rendite sind möglich, jubeln sogar seriöse Zeitschriften wie Finanztest. Ein solcher Riester-Fonds schien Rainer Robben genau das Richtige für den Aufbau seiner Altersvorsorge. Er entschied sich für einen Fonds der Union Invest. Finanztest bescheinigte ihm 9% Rendite, eine Chance, die sich der Musikproduzent nicht entgehen lassen wollte. Der Fonds hatte gewisse Chancen am Kapitalmarkt. Ich war in 2002, hatten wir eine Schwäche und da habe ich gedacht, das ist ganz prima, wenn ich jetzt einsteige, dann kann mir erstmal nichts passieren. Doch die Hoffnungen erfüllten sich nicht. An der Börse brachen die Kurse weiter ein. Die Gewinne aus den Jahren der Aktien-Euphorie lösten sich in Luft auf. Damit auch die Hoffnungen vieler Sparer auf ein komfortables Ruhekissen. Immerhin, bei Riester-Fonds ist im Gegensatz zu herkömmlichen Fonds zumindest das eingezahlte Kapital abgesichert. Weil ich die Gefahren immer sah, habe ich ja die besonderen Sicherheiten beim Altersvorsorgesparen eingebaut, die einmalig sind. Ich kenne kein zweites Sparen, national oder international, das mit diesen Sicherheiten versehen ist. Die Sicherheit hat aber ihren Preis. 3 Jahre und eine Finanzkrise später sind wir wieder bei Rainer Robben. Seinen Riester-Vertrag hat er gekündigt. Grund? Auch sein Fonds hat wegen der Finanzkrise Verluste gemacht. Damit Robben am Ende des Vertrages wenigstens sein eingezahltes Geld sicher wieder herausbekommt, war das übrig gebliebene Geld in sichere Sparverträge umgeleitet worden. Aus den erhofften 9% eine sichere Nullrunde geworden. Es wäre darauf hinausgelaufen, dass ich das Eingezahlte wiederbekommen hätte und dafür noch hätte dankbar sein müssen. Und das kann nicht Sinn eines solchen Vertrags sein. Dann schon lieber das Geld selber anlegen, sagte sich Robben. Er kündigte und nahm lieber 10% Verlust in Kauf. Gerade wegen der Sicherheitsgarantien sind Riester-Fonds für den Musiker keine wirklich sinnvolle Altersvorsorge. Man kann nicht sagen, einerseits verlangen wir mehr an Sicherheit vom Anbieter, gleichzeitig wollen wir aber auch noch mehr an Rendite. Das passt dann nun nicht zusammen. Also das haben wir, glaube ich, in der Finanzkrise jetzt auch gemerkt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Risiko und Rendite. Und für mich ist bei der Altersvorsorge immer die Sicherheit das Erste, das Prä. Aber Moment mal, wie war damals noch die Grundidee? Die hohen Renditen der kapitalgedeckten Privatvorsorge sollte die künftige Rentenlücke mehr als ausgleichen. Gewinner sind die Rentnerinnen und Rentner, mehr an Leistungen. Eine Verbesserung der Renten. Die meisten Sparer geben sich von Anfang an mit einer bescheidenen Verzinsung zufrieden. Hauptsache sicher. Ulrike Spörl hat sich deshalb für eine Rentenversicherung entschieden, wie rund 70% aller Riester-Sparer. Damit könne sie die Vorsorgelücke ausgleichen, sagte der freundliche Mann von der Versicherung. Ein leeres Versprechen, sagt sie heute. Inzwischen deckt es ja nicht mal mehr das ab, was die Miete inzwischen mehr kostet und was der Strom noch mehr kostet und so weiter und so fort. Ja, also. Und ich erwarte, dass das noch ansteigen wird alles. Ne? Und mein Rentenerlös wird nicht in dem Maß mit ansteigen. Da bin ich mir ganz sicher. Das weiß ich. Und genau das ist ein Problem beim Riester-Sparen. Das eingezahlte Geld ist später weit weniger wert als heute. Das bestätigt auch der Sachverständige Peter Schramm. Zum einen nagen die Preissteigerungen an der Kaufkraft der künftigen Renten. Und zum anderen müssen sie bei der Auszahlung auch noch komplett versteuert werden. Bei den angeblichen Renditen, die ja so in der Größenordnung von 3,5-4% liegen, selbst bei einer hohen Zulagenförderung bei Personen mit niedrigem Einkommen, da wird völlig übersehen, dass dieses Geld, das in der Rente gezahlt wird, ja gar nicht so viel wert ist, wie das, was man an Beitrag vorher gezahlt hat. Da liegen ja unter Umständen 30 oder 40 Jahre Inflation dazwischen. Am Ende haben die Rentner also weit weniger in der Tasche, als sie heute glauben. Außerdem knabbert die Kalkulation der Versicherer erheblich an den Ersparnissen. Die müssen für die gesamte Rentenzeit reichen. Die Höhe der monatlichen Rente hängt also davon ab, wie viele Jahre sie gezahlt werden muss. Die Versicherer rechnen immer mit einem extrem langen Leben. Das Ergebnis: niedrigere Renten für die Sparer. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist aber sehr viel kürzer. Das heißt, ein Teil des Ersparten fällt zunächst an die Versicherungen. Ein Viertel davon dürfen sie auf jeden Fall behalten.
Für Sparer, die nicht sehr alt werden, heißt das, sie bekommen weniger raus, als sie eingezahlt haben. Je früher man stirbt, umso eher klingeln zum Beispiel hier die Kassen beim Ergo-Konzern in Düsseldorf. Sind diese Kalkulationen eine notwendige Vorsichtsmaßnahme oder eine geschickte Möglichkeit, die Profite zu steigern? Das wollen wir von Dr. Johannes Lörper wissen. Der Versicherungsmathematiker sitzt im Vorstand des Konzerns und spricht für die Branche. Hier unsere Zusammenfassung seiner ausführlichen Erläuterung. Das ist ein Kritikpunkt, der immer wieder geäußert wird. Typischerweise von Leuten, die hinterher nicht die Renten bezahlen müssen. Ich will aber da jetzt nicht böse sein. Wir schauen uns in den versicherten Beständen an, wie in den Rentnerbeständen, wie hoch die Sterblichkeit ist. Dann rechnen wir davon einen Sicherheitsabschlag, weil wir könnten uns ja auch verkalkulieren. Die Sterblichkeit der Menschen hat sich in den letzten Jahren dramatisch verbessert. Also müssen wir einen Trend auf diese Sterblichkeit rechnen. Das tun wir auch. Nehmen, das muss man auch sagen, darauf wiederum einen kleinen Sicherheitszuschlag in diesem Fall. Also da muss man vorsichtig sein. Warum tun wir diese ganze Vorsicht? Weil wir ganz sicher sein müssen, dass wir die Renten eben wirklich auch bezahlen können. Und wenn jetzt plötzlich alle unsere Menschen 2 Jahre länger leben würden, als oder 3 Jahre, als wir vorher eingerechnet hätten, dann hätten wir ein ernstes Problem. So tragen die Versicherten das Problem und das Risiko, Geld zu verlieren. Wie groß dieses Problem ist, hat der Versicherungsmathematiker Axel Kleinlein ausgerechnet. Die Ergebnisse haben es in sich. Bei einem typischen Riester-Vertrag kann es durchaus heute so sein, dass Sie erst mal Mitte 80 werden müssen, um das, was Sie an Eigenbeiträgen in den Vertrag eingezahlt haben, zurückzubekommen. Das ist schon mal ein Ziel, das Sie haben. Da dürfen Sie nicht zu krank sein, um das zu erreichen. Wenn Sie sagen, Sie möchten auch die Zulagen, die in den Vertrag geflossen sind, bekommen haben, dann ist Mitte 90 ein gutes Alter. Und wenn dann noch der Anspruch besteht, inflationsbereinigt diese Werte zu bekommen, dann ist oft ein Zielalter von mehr als 100 Jahren notwendig. Wenn Sie nicht Heesters mit Nachnamen heißen oder besonders sportlich sind, heißt das also, dass Sie inflationsbereinigt höchstwahrscheinlich nicht die Gelder bekommen, die in Ihren Vertrag geflossen sind. Ob Jürgen Schlaub das schaffen wird? Der Riester-Sparer verdient sein Geld als Zeitungsausträger. Rein statistisch ist es eher unwahrscheinlich, dass er mal so alt werden wird wie Johannes Heesters. Wenn er sich beim Austragen sehr beeilt, kommt er auf 7 Euro Stundenlohn. Ein Geringverdiener, der trotzdem fleißig riestert. Ich meine, gut, man hat jetzt ein bisschen vorgesorgt. Wie gesagt, dieses Riester seit 2007. Ich denke da schon nicht mehr drüber nach. Es ist ja eine Sache, die nicht nur mich betrifft. Man hat 2 Kinder und muss dazu sehen, dass sie ordentlich zu essen haben und dass Miete bezahlt ist. An was soll man mehr denken im Moment? In seinem erlernten Beruf als Elektriker findet er keine Anstellung. Und das Zeitungsgeld allein reicht nicht zum Leben. Auch seine Frau arbeitet mit. Lange Zeit in Minijobs, seit kurzem als Krankenpflegehelferin. Nur so kommt die Familie über die Runden. Die Riester-Beiträge müssen sie sich vom Mund absparen. Immerhin gemeinsam über 700 Euro im Jahr. Ich sag mal, wir waren schon seit 10 Jahren nicht im Urlaub. Das ist aber natürlich nicht nur, weil wir da reinzahlen. Aber es sind schon Sachen, wo man so einmal im Jahr im Urlaub fahren würde, schön. Dann nimmt man dann lieber das Geld und macht was für die Rente. Schwere Arbeit, wenig Geld, kaum Erholung. Nicht gerade gute Voraussetzungen, um besonders alt zu werden. Im Gegenteil. Geringverdiener werden im Schnitt nicht viel älter als 70 Jahre. Besserverdienende schaffen durchschnittlich 10 Jahre mehr. Die errechnete Lebenserwartung der Versicherer ist schon für Otto-Normalverdiener kaum zu schaffen. Für Geringverdiener aber liegt sie in unerreichbarer Ferne. Ausgerechnet für die Ärmsten wird Riester so ein besonders schlechtes Geschäft. Das bedeutet, der Geringverdienende, der eine Riester-Rente abschließt, muss damit rechnen, dass er vorzeitig stirbt und die Rente letztlich finanziert für die Besserverdienenden, die länger leben. Solche Berechnungen produzieren verheerende Schlagzeilen im Jubiläumsjahr. Riester gescheitert, Riester ein Flop, die Riester-Lüge.
Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, hat die Riester-Produkte ausführlich analysiert. Die Wissenschaftler ziehen eine ernüchternde Bilanz. Unsere Analyse sagt, dass es viele Sparer gibt, die nicht besser abschneiden wären, als wenn sie ihr Geld in einen Sparstrumpf gesteckt hätten. Das will die Versicherungswirtschaft nicht auf sich sitzen lassen. Ihr Verband lädt im Dezember 2011 zu einer 10-Jahres-Bilanz nach Berlin. Auch die Kritiker sind gekommen. Wir haben das heutige Pressegespräch zugegebenermaßen unter einen relativ provokativen Titel gestellt. Und sie lohnt sich doch. Und wir wollen hier jetzt gar nicht die Rechnungen selber des DIW kritisieren, sondern es geht darum, lohnt sich für mich einzeln die Riester-Rente oder ist ein anderes Produkt, im Extremfall das Sparbuch oder der Sparstrumpf letztendlich besser? Die Messlatte hängt inzwischen tief. Statt an Traumrenditen messen sich die Versicherer nun am Sparstrumpf. Dem sei Riester haushoch überlegen, belegt der Verband an Beispielrechnungen. Riester-Sparer könnten das von ihnen selbst eingezahlte Geld schon etwa Mitte 70 wieder raushaben. Und für alle, die älter werden, wachse die Rendite von Jahr zu Jahr. Der Sparstrumpf ist irgendwann leer, hören wir. Riester dagegen garantiert den Kunden ein lebenslanges Einkommen. Dank üppiger staatlicher Förderung schon für wenig eigenes Geld. Das, was die Riester-Rente von allen anderen Produkten unterscheidet, ist, dass es hier eine staatliche Förderung gibt und dass die Menschen relativ wenig selber einzahlen müssen und etwas vom Staat dazukommen. Und was sagen die Kritiker? Müssen die ihre Aussagen nun korrigieren? Unsere Ergebnisse wurden bestätigt. Einzig die Sichtweise ist eine andere. Der Gesamtverband bezieht sich ausschließlich auf den Blickwinkel des einzelnen Sparers und lässt dabei den Steuerzahler hinten aus. Der muss aber erheblich bluten, damit überhaupt eine positive Rendite zumindest aus Sicht des einzelnen individuellen Sparers entstehen kann. Über die Zulagenstelle flossen bis 2009 etwa 8 Milliarden an direkten Zuschüssen und rund 1 Milliarde über Steuernachlässe an die Riester-Sparer. Inzwischen sind das hochgerechnet bis heute über 15 Milliarden an staatlichen Subventionen. Der Statistikexperte und Mathematikprofessor Gerd Bosbach von der FH Koblenz schätzt die Gesamtkosten nach eigenen Recherchen noch weit höher ein, wenn man die Kosten für Werbung, Verwaltung und eine komplett neue Behörde berücksichtige. Ohne staatliche Zuschüsse würde die sogenannte bessere private Rente gar nicht genommen. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Ich brauche staatliche Zuschüsse, damit das Private zeigt, dass es besser ist. Also unlogischer kann man eigentlich gar nicht mehr sein. Und ich befürchte, dass es jetzt nicht nur in der Anlaufphase der Riester-Rente halt mit den staatlichen Zuschüssen so massiv ist, sondern später auch mit der Auszahlung. Wenn Allianz wackelt und damit der gesamte Versicherungsmarkt wackelt, dann wird der Staat Ihnen auch bei der Auszahlung helfen. Das haben Sie bei den Banken schon gemacht und das werden Sie bei der Allianz auch machen. Und da wäre das Geld besser in das Umlageverfahren reingesteckt. Wissen Sie eigentlich, was mein Lieblingsschuss ist? Der Zuschuss. Die Zuschüsse waren und sind das Verkaufsargument, vor allem für Geringverdiener mit Kindern. Der Staat zahlt hier bis zu 90% der Beiträge. Strategie Nummer 1. Einzigartig. Auch bei einem Börsencrash Sicherheit für unsere Kunden. Da müsste sich Riester doch gerade für Familie Schlaab besonders lohnen. Schließlich gibt es satte Zuschüsse, vor allem für die Kinder. Bis sie volljährig sind, übernimmt der Staat fast die Hälfte der jährlichen Riester-Beiträge und macht Privatvorsorge bezahlbar. Das heißt also, der ganze Part ist vorne. Da ich persönlich in dem Moment ja nicht allzu viel verdiene bei der nächtlichen Arbeit, war das für mich recht preiswert. Deswegen sollten wir also zusehen, dass wir unbedingt damit zurechtkommen. Es ist eine Chance, wenn es auch noch so klein ist. Familie Schlaab gehört genau zu der Zielgruppe, die Walter Riester mit hohen Zuschüssen zum Sparen fürs Alter anregen wollte. Seine Bilanz? Rundum positiv. 70% der Sparer liegen unterhalb des Durchschnittsverdienstes. Und das sind genau die Bevölkerungsschichten, die sonst keine Rücklagen gebildet hätten. Dass wir die bewegen konnten, ist sozialpolitisch ein absoluter Treffer. Ein Volltreffer oder doch eher ein Schuss ins Knie? Das Erste berichtete 2008, die Riester-Rente kann sich für Geringverdiener bei der Auszahlung quasi in Luft auflösen. Die Empörung ist riesig. Wer Pech hat, der spart mit seinem Riester-Vertrag nicht für den eigenen Lebensabend, sondern fürs Sozialamt. Wenn das so wäre, Herr Riester, wäre es dann eine ziemliche Katastrophe. Ist es so?
Ich finde, diese Botschaft, die gestern über diese Sendung kam, löst einen Schaden bei Geringverdienenden aus, bei Millionenschaden, der gar nicht mehr korrigiert werden kann. Aber so ist die Rechtslage noch heute. Wer so wenig Rente bekommt, dass er davon nicht leben kann, bekommt Sozialhilfe. Die Rente wird bis zur sogenannten Grundsicherung aufgestockt. Hat man privat mit Riester vorgesorgt, dann gibt es die Riester-Rente nicht obendrauf. Der Staat zahlt dann einfach entsprechend weniger Sozialhilfe. Im schlimmsten Fall hat der Sparer mit Riester keinen Cent mehr als einer ohne. Es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. In dem Moment bin ich abends kaputt und falle ins Bett und der andere, der nicht arbeitet, auch. Aber dem geht's besser. Selbst nach 32 Jahren Arbeit zum Durchschnittslohn heißt es, Riestern lohnt sich nicht. So damals die internen Berechnungen der Rentenversicherung. Künftig wird das Millionen betreffen. Als vor 3 Jahren in einem Monitorbericht dieses Thema aufgegriffen wurde, gab es geradezu polemische Reaktionen. Arbeitgeber sprachen von einem Aufruf zum Sozialleistungsmissbrauch. Und das zuständige Ministerium sprach von einer zynisch-pessimistischen Grundeinstellung. Und inzwischen sagen sie, naja, das ist wohl doch wohl so. Also muss etwas geschehen, sagen Politiker und Experten, die zum 10. Geburtstag der Riester-Rente beim DGB diskutieren. Auch die Regierung sieht inzwischen Handlungsbedarf. Arm trotz Riester, das dürfe nicht sein, heißt es. Diese Schwachstelle wollen wir angehen und schlagen deshalb für den Rentendialog eine steuerfinanzierte Zuschussrente vor. Huch, schon wieder eine neue Rente? Rückblick. Erst schwächte man die gesetzliche Rente. Die entstandenen Lücken sollte die neue Riester-Rente ausgleichen. Jetzt sollen die Schwächen von Riester mit einer neuen Zuschussrente repariert werden. Vom 2-Säulen- zum 3-Krücken-Modell der Altersvorsorge. Ist das ein tragfähiges Rentengebäude für Geringverdiener wie Kevin Düren? Weil er im erlernten Beruf als Drucker keine Arbeit mehr findet, schlägt sich der Familienvater seit Jahren mit wechselnden Jobs durch. Immer unsicher und schlecht bezahlt. Also wenn ich so arbeite wie bis jetzt, bis 67, schätze ich mal zwischen 400 und 500 Euro, werde ich nicht bekommen an Rente. Hier soll die Krücke Zuschussrente helfen. Wer trotz vieler Berufsjahre und langer Riester-Einzahlungen zusammen nur ein Niveau erreicht, von dem er nicht leben kann, dessen Rente soll künftig mit einem Zuschuss bis auf 850 Euro aufgestockt werden, deutlich über die Grundsicherung. Und Riester wird nicht angerechnet, man muss aber lange Jahre eingezahlt haben. Bedingungen, die Arbeitnehmer wie Düren nur schwer erfüllen werden. Vor kurzem wurde er arbeitslos. Die nötigen Beitragsjahre wird er nur schwer zusammenkratzen können. Das Geld für Riester schon gar nicht. Ich habe schon mal über die Riester-Rente nachgedacht. Sieht aber so aus, dass wir jeden Cent im Monat für die Familie brauchen und wir eigentlich noch Geld zu wenig haben. Kevin Düren gehört damit zur größten Gruppe der Riester-Sparer, die Nichtsparer. Trotz massiver Förderung Riestern noch immer rund 60% der Berechtigten nicht. Vor allem Geringverdiener. Die Rentenabsenkung trifft sie trotzdem mit voller Wucht. Das ist das Dilemma. Riester lohnt sich für viele nicht. Nicht-Riestern hilft aber genauso wenig. Für SPD-Sozialexperte Ottmar Schreiner steht bei Riester die Rentenpolitik auf dem Kopf. Hilfe für die Reichen. Die Riester-Rente funktioniert dort am wenigsten, wo sie am dringendsten gebraucht würde, nämlich bei den Geringverdienenden. Und sie funktioniert dort am besten, wo sie am wenigsten gebraucht wird, bei wirklich Gutverdienenden. Weil die Privatvorsorge zwar notwendig, aber freiwillig ist, verzichten viele auf die zweite Säule und das neue Rentengebäude bricht zusammen. Wir fahren nach Schweden. Dort ist die private Vorsorge Pflicht. Jeder Schwede muss 2,5% seines Lohns auf dem Kapitalmarkt anlegen. Wer keinen privaten Anbieter auswählt, landet automatisch bei einem Fonds, den der Staat selbst aufgelegt hat. Die Verwaltungskosten sind niedrig, Provisionen und Werbung fallen weitgehend weg. Da bleibt für die Sparer tatsächlich mehr übrig. Und so werden auch die Bürger erfasst, die es wirklich nötig haben, ihr weniges Geld gut anzulegen.
97% aller jungen Menschen, die anfangen zu arbeiten, landen bei uns im staatlichen Fonds. Außerdem haben wir mehr Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen bei uns. Und wir haben auch Menschen, die denken, hier kenne ich mich nicht aus, das überlasse ich lieber den anderen. Und das soll man bei unserem staatlichen Fonds ja auch ruhigen Gewissens tun können. Der Fonds investiert das Geld weltweit auf dem Kapitalmarkt. Rund 2/3 aller Schweden vertrauen ihm ihre Spargroschen an, auch weil er deutlich billiger ist als die private Konkurrenz. In Schweden liegen die Kosten für den staatlichen Pensionsfonds bei gerade mal 0,15% des Kapitals. Die privaten Riester-Angebote verschlingen im Schnitt bis zu 14% der Beiträge an Kosten. Moment, sagt die Versicherungswirtschaft, so viel teurer sind wir nicht. Nur um es vergleichbar zu machen, wenn ein Banksparplan beispielsweise 1% Zins einbehält, ne, die haben ja angeblich gar keine Kosten, weil man ja die Zinsen kriegt, aber wenn die Bank 1% mehr Zins einnimmt, als sie ihnen auszahlt, entspricht das einer Kostenbelastung über die gesamte Laufzeit von ungefähr 17% der Einlagen, wenn Sie so eine typische Riester 30 Jahre Laufzeit sich angucken. Also Äpfel und Birnen sind da ganz, ganz schwierig. Ob Äpfel oder Birnen, auf jeden Fall knabbern die deutschen Versicherer sehr viel kräftiger am Obst. Bei der Privatvorsorge fließt nur ein Teil der eingezahlten Gelder in die Anlage. Aktionäre, Vertrieb und Werbung wollen auch bezahlt sein. Und es muss nicht nur ein Rentnerberg, sondern auch eine Vertreterschwemme finanziert werden. Bundesweit sind Hunderttausende Finanzdienstleister unterwegs auf der Jagd nach Verträgen. Für die Kunden ist die Rendite zweifelhaft, für die Vermittler garantiert. Jeder Abschluss bringt Provisionen und sie eine Stufe höher. Dahin, wo ihre Chefs schon sind, ganz oben. Carsten Maschmeyer, der mächtige Gründer des AWD-Konzerns, zieht die Strippen. Er hat Gerhard Schröder unterstützt, der als Kanzler mit Riester der Privatvorsorge neue Märkte eröffnete. Beraten wurde Schröder damals von Rentenpapst Bert Rürup. Heute hat der eine Firma mit Maschmeyer. Walter Riester hält hochdotierte Vorträge für Finanzdienstleister und sitzt im Aufsichtsrat der Union Invest. Rastlos, aber nicht ganz selbstlos, wirbt er für seine Riester-Rente. Sagen, wir möchten aber jetzt diesen dritten Lebensabschnitt möglichst so verbringen, wie wir es uns leisten konnten, als wir Erwerbseinkommen bekommen. Innerhalb von 3 Jahren kassierte er Honorare von mindestens 400.000 Euro für Vorträge bei Anbietern von Riester-Produkten. Es ist ja interessant und erschreckend zugleich, dass hier sichtbar wird, dass eine Art von politischer Korruption stattgefunden hat. Es sind politische Entscheidungen getroffen worden, die privaten Interessen dienen. Und diese privaten Interessenten stellen dann diejenigen Leute an oder geben denen Honorare oder machen Gesellschaften, die die politischen Entscheidungen getroffen haben oder eingeleitet haben. Tatsächlich haben die Protagonisten der Riester-Reform oft eine ähnliche Richtung eingeschlagen. Es scheint, als wären nicht die Bürger, sondern die Politiker Nutznießer ihrer Reformen. Riester dagegen sieht seine Auftritte als notwendige Aufklärungsarbeit, Honorare nur Nebensache. Wenn es darum geht, dass man sagt, wir möchten, dass unsere Mitarbeiter von Ihnen geschult werden. Und meine Schulung, ich sagte Ihnen schon, ist im Kern das, was wollte der Gesetzgeber? Was haben wir zu berücksichtigen? Wie können wir die optimale Kundenberatung machen? Dann mache ich das natürlich auch. Das wäre doch pervers zu sagen, nur weil jemand in dem Betrieb XY arbeitet, darf ich dem das gar nicht sagen. Wenn jemand will, dass seine Kundenberater eine entsprechende Qualifikation bekommen und ich Zeit habe, dann mache ich's. Von Riesters Rente können unsere Riester-Sparer nur träumen. Monika Spörls Ertrag wird wohl von der Inflation aufgefressen. Rainer Robbens Riester-Rendite hat sich mit dem Crash in Luft aufgelöst. Hans-Jürgen Schlarp ist am Ende vielleicht arm, trotz Riester. Und Kevin Düren kann sich Riester erst gar nicht leisten. 10 Jahre Riester hieß erstmal 10 Jahre gute Gewinne der Versicherungen. Sie haben das auf Ihren Bilanzpressekonferenzen auch deutlich formuliert, dass Sie halt der Rente halt das zu verdanken haben, dass die Gewinne so hoch sind. Für die Bevölkerung ist noch nicht viel passiert, außer dass Sie weniger Geld in der Tasche haben, weil Sie haben überwiegend eingezahlt.
Ausgezahlt wurde ja so gut wie noch nichts. Das Gebäude der Altersvorsorge vor und nach der Riester-Reform. Hat sich der Umbau gelohnt oder sollte man Riester nicht schleunigst abschaffen? Fragen wir den Chefredakteur von Finanztest. Sein Heft lebt seit 10 Jahren gut davon, Licht ins Dunkel des Marktes zu bringen. Riester abschaffen? Nee, also abschaffen würde ich, also muss man anders sagen. Wenn man die politischen Rahmenbedingungen, die wir heute haben, wenn man die anschaut, dann ist das Eigentliche, was man tun muss, man muss Riester einfacher machen, man muss dafür sorgen, dass die Leute ihre Förderung mitnehmen, man muss die Anbieter an die Kandare nehmen, dass die Produkte günstiger werden und dass sie nicht etwa davon profitieren, dass sie sozusagen die Sterblichkeit zu hoch rechnen, und dann kann man mit guten Produkten den Leuten helfen. Auf Riester zu verzichten, ist nur dann eine Alternative, wenn man ganz fundamental an unsere Altersvorsorge herangeht. Und das bedeutet, wie gesagt, deutlich höhere Beiträge. Aber wird ohne Riester die Rente wirklich teurer? Wir rechnen nach. Renten werden aus den Bruttolöhnen finanziert. Vor Riester zahlten Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils 10%, macht insgesamt einen Rentenbeitrag von 20%. Um in Zukunft immer mehr Alte zu finanzieren, hätten die Beiträge langfristig auf 24% steigen müssen. Zu teuer, sagte die Politik damals. Mit der Riester-Reform wurden die Beiträge langfristig auf 22% eingefroren. Dazu kommen aber 4% für Riester. Die muss der Arbeitnehmer selbst bezahlen. Das heißt, er muss 15% für die Altersvorsorge berappen. Nur für den Arbeitgeber bleibt der Rentenbeitrag stabil. Insgesamt muss man künftig 26% vom Lohn fürs Alter zurücklegen. Rente mit Riester kostet also mehr als das angeblich unbezahlbare alte System. Warum kehrt man dann nicht zum alten System zurück? Das kann man denken. Ich halte das auch nicht für ausgeschlossen. Man kann das sogar toll finden und optimistischer in die Zukunft sehen damit. Ich sehe dafür nur derzeit keine Mehrheiten. Und bei der Stiftung beschäftigen wir uns mit den gelegten Eiern. Und da müssen wir sagen, so wie die Eier jetzt aussehen, müssen wir dafür sorgen, dass die Eier besser werden und nicht nach anderen Eiern rufen. Warum eigentlich nicht? Warum traut sich die Politik nicht wirklich an das Thema heran? Die SPD hat ihr ganz eigenes Riester-Dilemma. Der Parteitag im Dezember 2011. Sozialexperte Ottmar Schreiner sieht seine Befürchtungen bestätigt und fordert eine grundlegende Wende. Wir wissen, dass die Riester-Rente floppt. Glaubt denn einer von euch, dass wir heute im Jahre 2011 nach den Erfahrungen der Finanzmarktkatastrophen erneut eine private Riester-Rente einsetzen würden, wenn wir die Rentenpolitik neu zu formulieren hätten? Das würde kein Mensch machen, wenn wir nicht ganz schnell die Weichen anders stellen. Wird die SPD die einzige Partei sein, die keine ausreichende Antwort auf die drohende Altersarmut hat? Stürmischer Beifall. Wird Riester jetzt etwa von der Basis gekippt? Die Parteiführung wird nervös. Der Chef muss seine Schäfchen wieder einfangen. Natürlich werden wir über Riester reden müssen und die private Vorsorge. Na klar kann das so nicht weitergehen. Nur zurück geht es auch nicht, denn das alte Rentensystem ist ja angeblich zu teuer. Und dann kommen welche und sagen, lass uns die Beiträge erhöhen, ist doch nicht schlimm, wenn es dann 12,5% Arbeitnehmeranteil in der Rentenversicherung ist. Nee, das hört sich nicht schlimm an. Wäre ja auch nicht schlimm, denn mit Riester zusammen zahlt man künftig sogar 15%. Und das ist billiger als 12,5? Politik gegen Mathematik. Aber lass uns zeigen, dass wir wissen, was wir tun. Und das bedeutet, dass wir am Ende auch klar sagen müssen, wir Menschen auch mit einem geringen Einkommen das tragen können, was wir hier so beschließen. Höhere Rentenlogik. Man kann das teure Riester-System also nicht abschaffen, weil die gesetzliche Rente billiger ist. Also fällt die Kehrtwende aus. Schreiners Vorstoß wird in eine Kommission verwiesen und damit praktisch beerdigt. Riester bleibt und damit auch das Problem. Ja, ich war damals schon gegen die Reform 2001 und sehe mich in meinen Positionen bestätigt. Ich war der Auffassung, das führt dazu, dass Altersarmut wieder wachsen wird und genau vor dem Problem stehen wird. Gewinner sind die Rentnerinnen und Rentner. Mehr an Leistungen. Eine Verbesserung der Renten. Die Armut wächst, aber auch die ersten zarten Pflänzchen des Widerstands. Auf Initiative des Rentenberaters Günter Spies hat der Katholikenrat im Bistum Speyer eine Allianz gegen Altersarmut ins Leben gerufen.
Wir wollen zeigen, es geht auch anders als mit ständigen, willkürlichen Rentenkürzungen und Nullrunden Altersarmut zu verbreiten. Die Riester-Rente helfe nicht den Armen, nur den Wohlhabenden. Und ich habe es damals schon prophezeit. Ich habe gesagt, es werden nur die Leute das machen, die schon genug vorgesorgt haben. Die werden sich leisten können zu rüstern. Ja, und die anderen werden hinunterfallen. Also ist total schief gelaufen. Fazit: Mit Riester wurde die Rente vor 10 Jahren auf ein gefährliches Gleis gesetzt. Nach der Finanzkrise würden viele gerne wieder umkehren. Doch der Zug rollt. Wer soll ihn aufhalten? Die Politik traut sich noch nicht. Die Sparer können nicht. Die Lobby will nicht. Das Riester-Dilemma geht weiter.